Naoko Mihama. Oh nein, dann kommt das ja jetzt schon. Ich kann ja mal so hier machen. Das sieht man noch ein bisschen. Das funktioniert aber auch nur so lange, bis mein Handy gleich alle ist. Naoko Mihama, Hanoda, Grundschule, ODB Campus, Turnhalle, Tag 1, 22.11 Uhr. Haben ja noch nicht genug von der Schule. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich hier tausendmal gestorben bin. Also gute Voraussetzung. Entkommen Sie aus der Schule. Gehen Sie von der Sporthalle zum Schulgebäude. Das ist das erste Ziel. Gut. Am Layout hat sich ja nicht groß was geändert. Oh, hat sich doch. Da wurde was in die Gänge gebaut. Sehe ich gerade. Das heißt, hier muss ich durch und dann kann ich aber nicht hier hoch. Werde ich hier unten lang müssen durch das Zimmer. Durch das Zimmer der Klasse 1, 2 und dann durch 3, 4. Weil ich wette, man soll hier aus dem Haupteingang raus und braucht irgendwas, um den aufzukriegen. Und dafür muss man bestimmt in den zweiten Stock. Im zweiten Stock ist aber sonst alles noch gleich, soweit ich das sehen kann. So, sie hat, glaube ich, auch noch ihre Pistole, aber sie hat halt nicht viele Schuss. Viele Schüsse, sie hat nur 16 Schuss. Okay, was haben wir denn so? Ah ja, die Spinnen. Shibito. Die da auch einfach mal hochlaufen können. Bin ich gerade ein Hocker? Weil das kann sein, dass er hier direkt gleich an mir vorbeiläuft. Er kommt sogar direkt auf mich zu. Und er hat mich gesehen. Die sind übrigens kopfüber. Aua. Ist es mir jetzt gerade mal egal, weil die Mission gerade erst angefangen hat. Die haben jetzt so Spinnenaugen am Hinterkopf. Das ist der Rücken von dem, ne? Die Arme und Beine gehen nach hinten und sein Gesicht guckt immer noch weg von mir. Das kann man jetzt nicht so ganz so gut sehen, aber die haben ein... Das Gegnerdesign in dem Spiel ist echt mega kranker Scheiß. Das wurde in Teil 2 und 3 auch nicht besser. Aber das ist natürlich schon mal doof. Ich wollte mir gerade mal in Ruhe angucken, was der für eine Route hat. Ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass ich hier am Anfang immer direkt alle getriggert habe. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich da... Hallo? Jetzt ist aber mal... Ich weiß halt nicht, was ich groß machen kann. Ich glaube, ich bin hier immer am Anfang runter und habe die erstmal einfach abgeschossen. Weil es nicht wirklich eine große andere Option gab. Oh. Ja, aber das ist nicht gut. Oh, da sieht man ja ihr Gesicht. Kann ich nicht auch? Wie viel sind es denn überhaupt? Das wüsste ich ja jetzt gerne mal. 2. Oh, hier kann man es nochmal so richtig schön sehen. Wenn man das unbedingt möchte. Und am Hinterkopf haben sie ihre Spinnenaugen. Oh Mann, ey. Guck mich hier mal eben um, weil ist ja egal. Ich habe ja, das Level geht ja gerade hier los. Da nochmal runterlaufen und die nochmal abschießen kann ich. Die stehen aber echt schnell auf. Kann ich locker nochmal machen. Die können keine Türen aufmachen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich gerade noch schnell genug bin. Okay. Ich meine, die kriegen keine Türen auf. Aha. Jetzt ist hier offen. Hier ist nur überhaupt nichts. Oder? Doch, da.
sagst denn? Auf dem Boden liegt die Kopie einer Schulmeldung. Kreis der Sternengucker-Flyer wurde ins Archiv aufgenommen. Oh, das kann man ja überhaupt nicht lesen. Doch, Hoshiomiru Kai? Ja, das wäre dann wirklich Kreis der Sternengucker. Mal wollen wir schauen, was das ist. Tagesgazette. Ja, das ist mal so ein bisschen komisch, dass manche Archiv, oder was ist komisch? Ich glaube, die Archivdinger werden halt wirklich erst abgehakt, wenn man die liest und dann die Mission beendet. Und ich hatte das letzte Mal bei Shiro Miyata gemacht und dann die Mission, glaube ich, wieder nicht geschafft. Aber wo ist denn das neue Kreisdata? Kreis der Sternengucker, Hanoda Grundschule. Ein Komet, der nur alle 333 Jahre zu sehen ist, nähert sich der Erde. Kommen Sie und erleben Sie die Wunder des Nachthimmels und entdecken Sie die Geheimnisse des Universums. Datum 2. August 2300 Millionen. Zeit 20 Uhr bis 23.30 Uhr. Ort Hanoda Grundschule, Schulhof des Oribe Campus. Mitzubringen, Fernglas, Stift, Taschenlampe. Was ist das? Ah, das hatten wir auch. Historische Chronologie der Miyata-Klinik. Oh, das ist auch noch neu. Miyata-Klinik, historische Zeittafel. 1926 Eröffnung mit 15 Betten in Hirasaki. 1941 Ernennung zum offiziellen Krankenhaus der kaiserlichen japanischen Armee. 1942 erster Ausbau, Bettenzahl auf 66 erhöht. Der Rest ist unleserlich. Wow. Das war die. Das war die wieder. Das war das. Okay. Ich müsste einfach mal dran denken, das Archiv durchzugehen, wenn ich kurz vorm Ende einer Mission bin. Damit das dann auch wirklich gespeichert wird. So. Wenn die jetzt hinter mir sind, habe ich jetzt erstmal Ruhe zu gucken, was noch alles vor mir liegt. Weil das sind da jetzt nur noch die. Weil dann waren das tatsächlich auch nur zwei. Die haben einfach die ganze Zeit auf mich reagiert. Als ich hier lang gelaufen bin, wirkte das erst, als ob das noch viel mehr wären. Oh, toll. Da sind ja gleich noch viel mehr. Und wie viele das sind. Okay, fangen wir mal links an. Der ist sehr weit links von mir. Da sehe ich einen Wasserhahn. Und Zimmertüren. Ich kann das nicht richtig lesen, was da steht. Das sieht aber ein bisschen aus wie das, die Kanji für die Bibliothek. In dem Fall wäre der eine Etage höher. Und mein blaues Kreuz ist auch ein bisschen weit links. Ich habe mich erst gefragt, ob der halt hier auf dem Flur steht, vor der Sporthalle. Aber dann müsste mein blaues Kreuz ja auf derselben Höhe wie er sein. Das spricht ja jetzt eher dafür, dass er im zweiten Stock ist. Wenn das jetzt Sinn ergeben hat, was ich ja gesagt habe. Der sieht schon eher so aus, als wäre der bei mir. Oder? Was ist denn das für ein Zimmer? Das kenne ich gerade auch nicht so ganz. Ey, die gucken ja auf dasselbe. Das heißt, da sind zwei. Das ist ja überhaupt nicht cool. Das. Da sind keine Toiletten zu sehen. Das muss der zweite Stock sein. Und das ist dann bestimmt der da. Bei denen kann ich gerade schlecht abschätzen, wo die sind. Da ist auch noch irgendwas. Okay, was habe ich denn jetzt noch an Knöpfen frei? X und Kreis kann ich auch belegen, weil ich den nicht mehr brauche. Was könnte das denn sein? Das sagt mir jetzt mal gar nichts. Das könnte natürlich bei irgendeiner dieser Barrikaden auf dem Flur da sein. Das ist vor allem auch sehr nah an mir, weil der Empfang ist gut. Was ist das? Das scheint zu stehen. Ist das vielleicht ein Gehirn? Eins von den Chibito-Gehirnen? Ja, das wär's dann. Das heißt, wir haben hier oben zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der und der, dass die beide im zweiten Stock sind. Bei denen hier habe ich gerade noch große Probleme
zuzuordnen, welches Klassenzimmer das ist. Das kann sie gebrauchen, ja. Dann der hier, keine Ahnung. Ich würde darauf tippen, der ist hier unten bei einer der Barrikaden. Und bei dem? Gute Frage. Der macht aber auch so andere Geräusche. Ich meine, die Tür hier müssen wir eh erstmal aufmachen, ne? Müssen wir halt mal schauen. Besorgen Sie sich den Schlüssel. Ja, welchen denn? Also da ist dicht. Ich werde jetzt einfach mal vorsichtig das Licht anmachen. Gucken, was ich so sehe. Ich habe ja eine Pistole, so ist es ja nicht. Aber ich würde natürlich gerne so wenig wie möglich schießen, damit ich die Kugeln wirklich nur im schlimmsten Notfall verbrauche. Und nicht einfach jetzt erstmal jeden Gegner lustig aus dem Weg räumen, den ich nicht vielleicht auch umgehen könnte. Oh, ja, ja, ja. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch fehlt, ist so ein Seitwärtsgehen wie in Silent Hill. Das ging nicht irgendwie, oder? Das ist vielleicht in der Ego-Perspektive noch nicht. Das geht. Wow. Ich muss in der Ego-Perspektive L gedrückt halten. Geht das auch so? Tatsächlich. Okay, wieder was gelernt. Ist da jemand? Ich glaube, hier ist noch gar keiner. Ja. Boah, ich finde diese Taschenlampen. Diesen Taschenlampeneffekt so geil. Das ist einfach nochmal so mega atmosphärisch. Hier irgendwas zum Anschauen? Nee. Und ich vermute, hier ist abgeschlossen. Fest verrammelt sogar. Ja, was für einen Schlüssel brauche ich denn dann? Ich meine, finden Sie den Schlüssel, ist ja schön und gut, aber wofür überhaupt? Ich habe auch noch keinen Hinweis auf irgendeinen Schlüssel gefunden. Kann es sein, dass die ganzen Hoshis alle oben sind? Es wirkt im Moment noch recht... Oh, fuck. Jetzt habe ich irgendwas getriggert. Da. Aber das ist ganz gut, dann sehe ich mal, wo das ist. Vielleicht sollte ich aber schnell weg. Mich verstecken. Wo bist du? Oh, hängt einfach nur fest. Wo ist der denn? Dreh dich mal um. Der war irgendwo da. Ist der bestimmt hier? Der könnte im ersten Stock hier sein. Das ist der, weil er mich jetzt auch so laut sofort gehört hat, ne? Im Dunkeln stehen Kerzen. Seltsame Symbole. Vor der Tür habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst, weil ich weiß immer noch nicht, in welchem Klassenzimmer die zwei Hoshis stehen. Boah, die Musik hier auch, ey. Aber hier sind sie offenbar nicht. Schulbücher, die Musik ist so gut. Ja. Könnte das sein? Das gibt mir gerade auch noch ein ziemliches Rätsel auf. Das ist ja irgendeine Tür, die in ein Klassenzimmer führt, würde ich jetzt sagen. Und dann davon wohl die linke. Aber dann kann es hier unten ja keine sein, weil die ist anders. So, ganz vorsichtig. Ich glaube nämlich fast, das eine Vieh ist hier rechts. Ich will es mir mal angucken. Bisher ist ja kein Problem. Hier komme ich ja eigentlich recht leicht wieder hin. Sitzt es. Ist das nicht ekelig? Gehen wir einfach schnell weiter. Ne, nicht schnell. Gehen wir einfach langsam weiter. Ja, das ist wahrscheinlich auch entspannender als das hier gerade.
Jetzt darf sie endlich mal die Herrentoilette besuchen. Und es ist nichts. Okay, gehen wir wieder. Langsam. Bevor noch die Herrentoilettenpolizei kommt. Mal schauen, ob es hier was gibt. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, hier relativ gut uns umschauen zu können, wird man auch gleich mal gucken, dass man nicht irgendwelche Flaggen verpasst. Und jetzt ist da einer drin. Nee, da ist keiner. Da ist auch keiner. Jetzt kann ich einfach meinen Sidestep benutzen. Da ist auch nichts drin. Okay. Ich habe immer Angst vor diesem Glas auf dem Boden. Das macht nämlich, wenn man da schnell drüber läuft, macht das definitiv mehr Krach als normales Laufen. Ist das jetzt vielleicht offen? Nee, das ist verschlossen. Tür aufschließen geht bestimmt nicht. Nee. Ich war das noch mit von innen verschlossen. Oh nein, was mache ich nur? Oh, Moment mal. Oh, sind da jetzt welche an der Decke? Sind jedenfalls welche da oben. Ich befürchte auch, einige werde ich jetzt erschießen müssen. Ich meine, zwei gucken ja sogar direkt in die Richtung hier. Wie willst du da dran vorbeikommen? Der das zum Beispiel. Das Ding guckt jetzt in meine Richtung. Dann würde ich jetzt mal die Vermutung aufstellen, dass es hier steht. Das könnte hinkommen, oder? Das wäre dann hier die Wand, die man links sieht. Und das würde erklären, warum es jetzt in meine Richtung guckt. Dann müssten das da links allerdings zu genagelte Fenster sein. Wobei, das machen die Shibito ja, die nageln die Fenster zu. Das würde auch zum... Ja, das vorne ist ja auch eine Tafel dafür. Dazu würde das auch passen. Die war, glaube ich, an der Wand, an der Seite. Hm. Aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal von dem hier entdeckt werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich da vorbeikomme ohne... Aber noch haben wir ja genug Schuss, noch sollte das nicht so problematisch sein. Nee, nicht aufstehen. Dumme Kuh. Ich probiere natürlich trotzdem mal, ob ich hier lang gehen kann ohne. Boah, ist das fies, so ein schwarzer Gang vor einem und dann hörst du die Geräusche von da. Okay, so viel dazu. Dann komm mal her. Hier war doch noch irgendwo das Klassenzimmer mit zwei drin. Ist das hier? Nee. So, was haben wir denn da? Wollen wir mal gucken, ob wir den erschießen können? Oder ist das der Direktor? Oh fuck, das könnte ja auch der Direktor sein. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich da hin will. Nee, es läuft scheinbar weg von mir. Wo bist du? Wo bist du? Da. Komm zurück. Oh, das ist der Direktor. Aber der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Mit Tentakeln. Fuck. Ich denke mal, dann werden mir aber bald die Patronen ausgehen, wenn ich jetzt nicht mal aufpasse. Nur, ich meine... Ich kann ja nicht großartig aufpassen hier. Was Tentakel gehört. Die sind ja gerade teilweise so platziert, dass ich da dran vorbei muss. Was ist mit dem? Wann habe ich den denn umgebracht? Kann mich gar nicht dran erinnern. Was haben wir da?
Ein Zirkel. Warum soll ich, was zur Hölle soll ich mit einem Zirkel? Ich bin gerade ernsthaft verwirrt, was das Spiel überhaupt von mir will. Geschlossen, ja. Oh, die stehen gleich alle wieder auf. Die stehen gleich alle wieder auf. Lässt sich nicht öffnen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Verstehe ich überhaupt nicht. Mit dem Zirkel kann ich ja jetzt mal gar nichts anfangen. Ich meine, ich renne jetzt erstmal wieder runter. Aber ich kann ja mit dem Zirkel auch keine Tür aufschließen. Großer Zirkel, der Matheunterricht verwendet wird. Ist ja toll. Hab ich aber jetzt auch nichts von. Gibt's irgendwas auf der Karte hier, was ich verpasst habe? Abstellkeller, ja, da konnte ich ja eh nicht rein. Seiteneingang, da will sie bestimmt hin. Hab ich vielleicht, gibt's auf der Toilette irgendwo einen Schlüssel, den man mit so einem langen Zirkel da irgendwie rausfischen kann? Hätte mich jetzt, aber dann hätte ich auch irgendwie eine Art von Kameraeinstellung erwartet. Gibt kein Wasser. Gibt kein Wasser. Du erinnerst dich auch nicht mehr an einen Zirkel, oder? Simon? Das sagt mir ja gerade mal überhaupt nichts. Ich erinnere mich sogar noch an irgendeinen irgendeinen verrückten Quatsch im... Oh, die sind alle kaputt, weil ich den Direktor erschossen habe. Oh, das ist ja geil. Stimmt, der steuert die wahrscheinlich gerade alle. Ja, dann muss ich den ja eigentlich gleich nur nochmal erschießen, wenn er wieder aufsteht. Ich erinnere mich sogar noch an irgendeine verrückte Aktion, die man in einem Krankenhaus machen musste, glaube ich, wo man oben aus dem Fenster einen Schlauch raushängt. Und dann irgendwie unten irgendwo rein, aber hier an irgendwas mit dem Zirkel erinnere ich mich überhaupt nicht. Ich habe mich in der Turnhalle halt nicht groß umgeschaut, ne? Oh, Scheiße, er steht auf. Jetzt wäre aber doch der passende Zeitpunkt, um mich in der Turnhalle umzuschauen. Die müssten dann ja auch alle tot sein. Ansonsten wüsste ich gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Ah, die Turnhalle war... Oder war hier noch irgendwas? Hier habe ich mich auch noch nicht so richtig umgesehen, oder? Sieht aber nicht so aus. Oh, Moment. Ist hier vielleicht irgendwas unter den Brettern? Könnte das sein? Aha. Da unten ist etwas. Boah. Aber okay, noch kein Problem alles. Wenn mir jetzt die Patronen ausgehen und ich sterbe, denke ich, das kriegt man recht gut wieder hin. Zum kleinen Lagerraum. Ich denke sogar, da kann ich jetzt schon direkt abhauen. Wie viel Schuss habe ich noch, falls jetzt doch noch einer wieder aufsteht? Oh Gott, ich habe noch 2 Schuss. Das reicht für genau einen Spinnen-Shibito. Und ich höre gerade, wie sie wieder aufstehen. Na wunderbar. Aua. Aber hier sollte eigentlich nur einer sein. Wenn ich jetzt vorsichtig hier lang gehe, dürfte der ja nicht mal mich bemerken. Oh, so viel dazu. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Schnell weg hier. Mach die Tür auf. Lauf weg. Lauf weg. Uiuiui. Selbst das musste jetzt nochmal so knapp enden. Was hat sie gesagt? Ich hab's gar nicht verstanden. Mission erfüllt.